Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News. Ich bin Benny von dem Brettspiel Suchtis und diese Woche die News der Kalenderwoche 40. Ja, die Spiel, sie kommen immer näher und immer näher und vermutlich, wenn ihr das Video schaut, dann sind es noch um die 20 Tage oder vielleicht sogar noch weniger. Ja, die Spiel, sie wirft ihre Schatten voraus und deswegen auch nochmal hier der Hinweis auf die Links in der Videoinfo zu bereits vorgestellten Verlagen, zu den Neuheiten von Hochfeuerland, DLP Games, Scully Games, Korax Games, Queen Games. Und dann habe ich natürlich noch passend eine Info dazu, dass es keine Kassen auf PC geben wird. Und ja, dann auch noch eine Bahnbaustelle. Wie könnte es anders sein? Und ja, den Link dazu, diese Übersicht, was ihr beachten solltet, habe ich euch natürlich in die Videoinfo gepackt. Ja, weitere Messevorschauen, ja, Preview-Videos werden folgen. In welchem Abstand und wann das nächste kommt, kann ich aktuell leider noch nicht sagen. Der Georg und voraussichtlich der Dennis werden am Freitag nächste Woche bei Pegasus auf dem Pressetag sein. Das heißt, da wird nochmal eine ordentliche Berichterstattung kommen mit dem ein oder anderen Video und Interview, Infos zu verschiedenen Spielen und vielleicht auch nochmal einem extra Rückblick, Überblick von den beiden. Und ja, was noch an weiteren Verlagen folgt, ich habe Ravensburger und auch noch andere Verlage in Vorbereitung. Ich kann leider aktuell nicht sagen, wann ich dazu komme, das in den Kasten zu bannen, also das Ganze zu drehen. Mir fehlt aktuell leider tatsächlich total die Zeit. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn da vielleicht weniger kommt, als ihr euch erhofft habt. Aber was kommen wird? Ankündigung für den kommenden Sonntag. Ich sitze aktuell am Schnitt der Top 3 der Brettspiel-YouTuber. Ja, da sind einige interessante Einsendungen eingegangen und ja, die schnippel ich momentan zusammen. Wir haben quasi eine multidimensionale gemeinsame Top 3 erstellt. Und da sind schon sehr viele bekannte Namen mit dabei. Nils und Löw von Cyrils Brettspiele, der Brettspiel-Hero, die Dinos, Brettspiel-Duett und. Und da dürft ihr gespannt sein. Am kommenden Sonntag geht das Video online. Wenn es mir gelingt, dann morgens schon in aller Früh. Im schlimmsten Fall erst abends gegen 20 Uhr. Hängt davon ab, wie ich mit dem Schnitt durchkomme. Und jetzt zu weiteren News. Zum im Handel und vorbestellbar habe ich nur euch das aktuelle Brandneuauflistung verlinkt. Und dann haben wir einige Meldungen aus dem Bereich Kickstarter und Spieleschmiede. Die aktuelle Version der Kickstarter News von Dennis habe ich euch natürlich wieder in die Videoinfo gepackt. Genauso die aktuelle Übersicht in schriftlicher Form. Dann Infos zu Spielen One Small Step in der Spieleschmiede auf Kickstarter The Inferian Guard, The Grand Carnival, Barbarians The Invasion Second, Everdell Collector's Edition auf Deutsch, Awakened Realms The Great Wall und Time of Legend Jean of Arc 1.5. Das alles Links, die ich euch in die Videoinfo gepackt habe. Und immer wieder, wenn ich Kickstarter durchsuche, wenn ich gewisse Spiele in den Händen halte, jetzt mit Everdell der Collector's Edition oder auch Spiele, die per se schon so geil produziert und so sehr, wie soll ich sagen, Deluxe daherkommen wie ein Escape Plan, also wie die ganzen Eagle Griffin Games Titel zum Beispiel. Da stelle ich mir immer die Frage, was macht Kickstarter mit uns auch in Form von Deluxifizierung und Collectors und Designers und hast du nicht gesehen? Schreibt doch mal in die Kommentare, findet ihr das total überzogen oder findet ihr es toll, dass Spiele inzwischen so gestalterisch, designerisch aufwendig produziert werden und auch materialtechnisch so genial, dass das fast schon kleine Kunstwerke sind. Lasst es mich mal wissen. Wir streben da eigentlich so ein bisschen einen Talk dazu an. Kickstarter und Deluxifizierung bzw. Crowdfunding. Was macht das Ganze aus uns Spielern und was bedeutet das für unseren Geldbeutel? Finden wir eigentlich ein sehr interessantes Thema. Deswegen lasst mal ein bisschen Input da, wie ihr das seht. Kann man dann natürlich entsprechend immer wieder mit einbauen.
So, dann habe ich bezüglich der Ankündigungen noch 8 Meldungen für euch. Anfangen möchte ich mit einem Buch, Zeit für Brettspiele. Und das Spiel ist von Jörn Morris und Felix Gebhardt und erscheint im Oktober. Ja, darin geht es um 16 Porträts aus der Brettspielszene. Zu Wort kommen Stefan Feld, wer nicht kennt, Spieleautor, Dominik Metzler vom Friedhelm Merz Verlag, Johannes Jäger und Jan Kronauer, auch besser bekannt als Hunter und Kron, Luke Crane, der Head of Games Kickstarter und viele weitere. Das Spiel wird man bei Ass am Stand in der Halle 3F107-108 kaufen können. Der Preis der gebundenen Auslage liegt bei 28 Euro. Sieht auf jeden Fall mal interessant aus, ist mal auch ein ganz, ganz, ganz anderer Aspekt. Vielleicht werden wir da auch nochmal gesondert dazu berichten. Schreibt doch mal in die Kommentare, interessiert euch das? Hans im Glück bzw. Asmodee hat verlauten lassen in den letzten Tagen, dass zu Hadara 2 Mini-Erweiterungen kommen sollen. Des Weiteren wird das Spiel auch eine grafische Renaissance erleben. Das Ganze wird, in etwas fünf geteiltes Cover und mit den verschiedenen Farben der verschiedenen Aktionen, die wir machen können, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen verstörend, weil mir hat das alte Cover deutlich besser gefallen. Ich freue mich aber auf die 2 Mini-Erweiterungen und die werden auf das Spiel separat erhältlich sein. Das Design im Spiel selber hat sich nicht geändert und so lassen sich auch die Mini-Erweiterungen mit der neuen oder der alten Edition natürlich zusammenspielen. Fog of Love, der Nebel der Liebe, erscheint bei Pegasus. Ein Spiel für 2 Personen mit 60 bis 120 Minuten Spielzeit. Eine Beziehung mit Höhen und Tiefen, das erwarten die Spieler. Und was uns genau von dem Spiel erwartet, da können wir vielleicht in der starken Woche mehr dazu berichten, wenn dann nach dem Pegasus-Pressetag unsere ganzen Infovideos rauskommen. Auch eine sehr interessante Meldung ist Marco Polo 2 im Auftrag des Khan. Das steht bei Georg ziemlich hoch im Kurs und wird zur Spiel bei Hans im Glück erscheinen. Es ist keine hundertprozentige Neuheit, sondern bietet auch das ein oder andere Bekannte vom alten Marco Polo. Es ist allerdings ein eigenständiges Spiel für 2 bis 4 Spieler und die Spielzeit dauert so 60 bis 120 Minuten, ist von Simone Luciani und Daniele Taschini und die Optik, die ganze grafische Bearbeitung stammt von Dennis Lohausen. Natürlich werden wir hier wieder das ein oder andere Bekannte wiederfinden, allerdings gibt es auch neue Ware wie die chinesische Jade und neue Pfade, neue Charaktere, das heißt genügend Abwechslung und quasi eine Fortentwicklung, würde ich es bezeichnen, des Marco Polo. Philosophische Frage, das nächstgrößere Auto von VW wäre der Golf, müsste das jetzt nicht Marco Golf heißen? Sierra West erscheint bei Schwerkraft und zwar zur Spiel in Essen. Bereits im April war ein Artikel auf Brettspiel News zu Sierra West eine vollumfängliche Vorstellung. Das ganze Spiel ist für 2 bis 4 Spieler vom Autoren Johnny Peck Kenton und dauert 40 bis 60 Spielminuten. Designtechnisch sieht es schon mal sehr cool aus und ich glaube, da werde ich mal ein bisschen genaueren Blick drauf werfen. Minecraft Builders and Biomes, ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus, erscheint bei Ravensburger. Und das ist tatsächlich ein Minecraft-Spielchen, das jetzt zur Spiel auf Deutsch erhältlich sein wird und danach schätzungsweise im November dann auf Englisch erscheint. Wird bei 40 Euro liegen vom Autoren Ulrich Blum und in Zusammenarbeit mit Mojang, einem schwedischen Entwicklerstudio von Minecraft and Wickelt und zwar seit Beginn 2019. Ich muss ganz ehrlich sagen, Minecraft ist überhaupt gar nicht meins. Da bin ich einfach zu alt für. Nichts, was mich in den Ofen vorholt. Und wenn ich das Spiel so anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch gar nichts, was mich kitzelt. Deswegen trotzdem für euch hier diese Mitteilung für 2 bis 4 Spieler und mit einer Spielzeit von 30 bis 60 Spielminuten. Embers of Memory, A Throne of Glass, ist ein kooperatives Spiel für 2 Spieler und wird bei Osprey Games zur Spiel 2019 erscheinen. Das ganze Spiel lässt sich für 20 Euro vorbestellen und den Link dazu habe ich euch in die Videoinfo gepackt.
Ist allerdings nur auf Englisch, noch nicht auf Deutsch. Und ja, wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte da vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Viele haben in den letzten Monaten Betrayal Legacy gefeiert und ja, das Ursprungsspiel Betrayal at House on the Hill, ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber berichtet, es war auch in irgendeiner Top-Liste, glaube ich, aufgetaucht. Ich meine, Georgs kooperative Spiele war es mit drauf. Das ist ja ein Spiel, was auf dem amerikanischen Markt schon einige Zeit verfügbar ist, kommt nun endlich auch bei Asmodee in Deutschland raus. Betrayal at House on the Hill, ein Spiel, wo wir gemeinsam in das Haus auf dem Hügel gehen, verschiedene Szenarien erleben und es gibt einen gewissen Zeitpunkt, wo sich quasi ein Spieler gegen die Gruppe stellt, dann bekommt dieser quasi ein Handbuch, die Gruppe bekommt ein Handbuch. Im besten geht man in getrennte Räume, bereitet sich vor, bespricht sich, dass man weiß, was man zu tun hat und ja, dann geht die Sache ab, dann geht die wilde Hatz ab, dann versucht einer den anderen zu hindern und man selbst versucht die Siegbedingungen zu erfüllen. Es hat was, war ein cooles Spiel oder ist ein cooles Spiel, was ich schon diverse Male tatsächlich schon im Original auf Englisch gespielt habe. Hat mir immer wieder Spaß gemacht, auch wenn es mir in manchen Punkten ein bisschen zu willkürlich und zu zufällig war, aber rein von der Story und von der Atmosphäre war es schon immer cool. Dazu geheimnisvolle Musik laufen lassen und das macht dann echt Laune. Ja, das war's für News der Kalenderwoche 40. Nicht mehr lange bis zur Spiel. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen habt, dann scheut euch nicht und schreibt's in die Kommentare unter das Video. Kommentiert auch gerne im Hinblick auf Kickstarter und Deluxifizierung und kommentiert natürlich auch gerne, seid ihr auf das Spiel? Wenn ja, dann habt ihr die Chance, uns freitags von 15 bis 16:30 Uhr beim Bloggertreffen zu treffen und das ist das Meet and Play im Raum Europa und wir würden uns freuen, das ein oder andere Gesicht ja, persönlich mal kennenzulernen, weil wir kennen ja eigentlich bloß eure Pseudonyme und wissen, wer da uns wie wohlgesonnen ist und fleißig kommentiert. Wir würden uns freuen, euch persönlich kennenzulernen. Kommt doch einfach vorbei. Und ja, wir freuen uns auch auf Feedback zum Video am kommenden Sonntag. Nicht verpassen, direkt auf den Zettel schreiben, Sonntag bei uns reinschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und tschüss.